Moin Leute, willkommen zurück bei Unbox. Ja, ein sehr, sehr spannender, schwieriger Jump-Part ist er hier. Jesse hat sich hervorgenommen, diesen Teil zu meistern. Normalerweise habe ich mich bis jetzt gerne an solche Aufgaben rangesetzt und das Ganze übernommen. Aber Jesse möchte gerne jetzt auch mal zeigen, was sie drauf hat. Wir haben jetzt schon so ein paar Übungsdurchläufe hier gemacht. Und das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, denn eine Station weiter, da ist nämlich der lebensrettende Save Point. Nee, zwei, noch ein bisschen, ne? Also noch, ja, also relativ nah. Es dauert nicht, es ist kein weiter Weg, er ist vom Greifen nah. Und was wir festgestellt haben in unseren Probeläufen, die wir hier gerade durchgeführt haben, oder Übungsläufen, wie man es nennen will, man braucht ganz viel Geduld, zwischendurch mal ein kleines Päuschen machen, ein Schlückchen Malzbier nehmen. Denn das beruhigt. Oder gönnt euch einen Snickers, wenn ihr wieder zum Tier werdet, wie auch immer. Was auch immer euch hilft. Ja, sehr gut. So, da muss ich hin. Da ist der Safe Point. Wenn du schon auf die unterste Station kommst, das wäre auch schon mal etwas. Mhm. Ein Vorteil. Blob nochmal. Noch schnell. Noch. Ja, juhu. Und was hier auch wichtig ist, genießt es. Und hört auf, mir zuzuhören, auf mein blödes Gesabbel. Wir feiern das. Yeah. Yes. Wuhu. Wir haben es geschafft. Ja. Juhu. Geht doch. Was ich sagen wollte, ist, was ganz wichtig ist, ihr dürft nicht warten, wenn ihr an so einer Stelle runterfallt. Zu lange warten, bis ihr fallt. Da kommt ihr nicht mehr hoch. Direkt gleich plopp, plopp, plopp machen. Also ruhig verballert euer Feuer, was ihr halt habt. Ja. Aber sonst wird das Ganze nichts. Ja, ich habe mir gerade erzählt, dass wir auf der Hälfte sind. Ja, du hast die Hälfte schon geschafft. Super. Ich dachte, das wäre mehr als die Hälfte. Tja, aber immerhin hast du schon mal einen ganz wichtigen Teil geschafft. Guck mal, da ist ein Haltpunkt. Oder du gehst einfach rüber. Nein. Ich will dahin. Und was man auch noch die Möglichkeit hat, dass man, wenn man zu weit springt, dass man sich auch noch... Juhu. Oh, da ist gleich die nächste Aufgabe. Runter slashen kann. Ja. Mit Rechtsklick. Das war ja dann schwer, der zweite Teil. Cool. Sehr geil. Eine Aufgabe. Hümpf. Bob, der Baumeister. Zapp sind wir wieder. Ja. Naja, der mit seinem blöden Hut, den wir ihm da von seinem Turm runterholen sollten. Okay. Dieses Mal haben die Wildcards den Strom. Haben sie sich, ja, sie sind auf jeden Fall, hier sind wir auf einem Kraftwerk. Genau, so, die haben da irgendwas wohl kaputt gemacht und wir müssen die Energie wieder anschalten. Genau, ich soll die rausschmeißen und das die Energie wieder anschmeißen. Okay. Gut, Aufgabe ist einfach erstmal. Accept. Finde den Schalter. Jo. Die Schalter sind ein paar mehr. Okay, das macht er. Kitty. Da sind ganz viele Wildcards drin, also aufpassen und beeil dich. Warum haben wir jetzt hier eine Zeitbegrenzung? Das würde ich gerne mal wissen. Haben wir nicht. Nee, haben wir doch nicht. Wieder so eine geniale Konstruktion von GPS, also die sind wirklich... Ja. Oh! Schwebeplattform, okay. Verballer meine Boxen, da sind welche. Mhm. Ja, genau. Du hast jetzt aber auch hier gerade meinen Tipp genutzt, direkt weiter durchballern, bevor du zu weit abstürzt. Ja. Das ist genau der richtige Weg dann hier an solchen Stellen. Ja, komm wieder. Genau, auch. Sehr schön. Ja, das ist hier so ein kleines Tutorial, wie meistert man Unbox. Oh, ja, also deshalb, wir haben wirklich nur die Hälfte, weil jetzt kommt nämlich ein schöner Jump-and-Run-Part. Genau das Richtige für Jesse, um fitter zu werden mit solchen Aufgaben. Oh. Okay, also muss ich runter. Moment, ist da gerade eine Briefmarke gewesen oder was ist das? Nee, da ist ein Briefkasten. Du hast noch drei Stück. Die Frage ist, lohnt es sich da runter zu gehen? Nö. Oder wirst du versuchen, das richtige Timing zu finden, um da durchzukommen? Das war nicht das Richtige. Nee, da wurde es so platt gedrückt wie eine Flunder. Zerquetscht. Okay.
Egal. Ja. Hier sind ja. Pfeif drauf. Genug Boxen. Genau. Und kommen auch genug wieder. Um das Ganze dann hier auch zu meistern, ja. Ja, die braucht man auch jetzt hier an der Stelle. Das merkt man ja. Das ist jede Box echt wichtig, die man hier einsammeln kann. Vollgeladen geht Jessie wieder ans Werk. Wir hatten natürlich auch. Oh. Böse Box. Ich hab gerade überlegt, ob ich mich da unten einfach hinploppe. Das kannst du ja mal gucken, ob du da hinkommst. Ja. Auch eine Möglichkeit. Hier sind direkt gleich zwei Boxen und kannst dich schneller aufladen. Dann muss ich nur da wieder hoch. Ich habe natürlich das Ding, was gegen angeht. Aber ich würde versuchen, direkt durchzukommen. Du bist doch meistens eigentlich eine, die gerne den direkten Weg wählt, die einzelnen Plattformen weglässt. Ja, mach ich jetzt. Auch. Jetzt? Ne. Doch, 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 doch! Ich dachte auch, dass du platt bist. Hast du den Checkpoint sicher, ja, ne? Ja. Geh nochmal ganz sicherheitshalber einmal ran. Ich weiß, ich möchte nur auf Nummer sicher gehen. Ne, hab ich. Gut, hast du. Nicht, dass du dich ärgerst und den gleich den Part nochmal machen musst. Wieso bist du nicht aufgeladen worden? Oder hast du dich schon verballert? Weil das nur ein Checkpoint ist. Hier in den Zwischendingern heilen die nicht. Oh, das ist ja gemein. Ich krieg nur meine Checkpoints. Aber wenn du stirbst, dann kriegst du wahrscheinlich wieder volle Leben. Ja. Das war Schalter Nummer 1. Aha, guck mal, du musst ein Stück zurück und dann kannst du da wieder hin. Nur das Problem ist, ich habe ja keine Boxen mehr. Nee, aber das Gute ist ja... Aber das reicht. Sollte auf jeden Fall reichen. Ich glaube, du musst... Ja, hier rechts. Genau. Ja. Ja. Und ich würde den Typen dann auch schnell platt machen, weil sonst werft er gleich richtig. Hatte ich vorher. Ja. Ich dachte nur, hier werden irgendwo noch Boxen. Weil die können einen das auch gerne alles vermasseln. Okay, wie kommen wir da weiter? Das wirst du wahrscheinlich zweimal machen. Oder wir benutzen einfach den Elevator. Ja. Das ist ja auch mal ganz gemütlich. Ja, ne? Sehr angenehm gerade. Er fragt mich, wie es vorangeht. Ich denke mal ganz gut für dich, ne? Ja, sie macht das doch sehr gut hier. Zack. Zweiter Schalter. Ach Gott, Sägen. Ja, da musst du dich wahrscheinlich durchkloppen, oder? Ja. Das richtige Timing erwischen. Muss ich jetzt echt über diese Ekelbühne rüber? Ja. Aber ich hab nur noch einen Plop. Fuck. Okay, geh ich in die Ekelbrühe. Ja. Jetzt hab ich wenigstens wieder volle Leben. Ja, das ist doch auch gut. Also volle Plops, oder eher. Ich dachte schon, ich krepiere an dem Ding. Du wahrscheinlich auch. Oh no, Box-O-Matics. Finde den Schalter. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter? Ich gucke auch mit. Oh, dahinter ist der Schalter. Da musst du irgendwie reinkommen. Hier durch musst du springen. Durch dieses kleine enge Loch, wie bei der Rennstrecke, weißt du? Hier links. Kommst du da durch? Natürlich komme ich da durch. Da ist eine Tür. Das heißt, du musst irgendwie gucken. Das ist auch echt gemein, ey. Ich wollte mir hier die Plops holen. Ja. Eine ist noch da von den blöden Boxen, oder? Ach nein, die kommen ja immer wieder raus bei den Boxen. Die kommen immer wieder, ja. Die sind unendlich da. Also. Oh ja. Vielleicht springe ich falsch. Nee, das ist schon richtig. Aber wir müssen gleich mal. Nee, du bist schon richtig gewesen. Aber du musst halt gucken, wie du da halt durchkommst. Du musst halt schon dir überlegen, wie du da sinnvoll durchkommst. Also die Tür ist geschlossen. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, ob hier drin irgendwie ein Schalter ist oder so. Um das Ganze zu öffnen. Ja. Oder du musst sie, weiß ich nicht, kaputt machen oder was auch immer mit dem ganzen TNT, was hier liegt. Das könnte eine Möglichkeit sein. Öffnet sich dann zwischendurch die Tür? Das wäre natürlich die Frage. Dass man immer so in einer gewissen Zeit hat. Hier liege ich da. Toll hinter. Ja, du hast dich hier. Muss ich hier rausblumen sonst. Nee, ging schon. Okay. Weil das würde ich so. Also entweder mit Sprengung oder. Ja, weil hier auch so viele Sprengkörper liegen, ne? Aber es sind ja die, wo du nur einmal gehen kommst und schon. Ja.
Ja, selbst die wenn die Box ja um Medic in die Luft jagt, passiert auch nichts. Nee. Da fehlt irgendwie auch jetzt gerade so mal ein bisschen der Tipp vom Spiel. Wäre ja ganz schön. Wäre echt ganz schön. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder tot. Gute Frage, wie man da weiterkommt. Das weiß ich jetzt auch. Du hast auch nichts gesehen, ne? Mal gucken, kannst du hier irgendwo anders lang? Gibt es da noch einen weiteren Schalter, um das aufzumachen? Kann natürlich sein, dass du irgendwo einen Hebel übersehen hast. Was ist das denn hier für ein Hebel? Den habe ich doch gerade gedrückt. Dann drück den nochmal. Kann ich nicht. Weil da ist bestimmt irgendwo noch ein Schalter oder so versteckt, wo du das, wo du die Tür aufmachst. Würde ich jetzt mir mal so. Ja, das dachte ich ja auch. Denken. Da. Ah, da ist ja auch guck der Fels. Kannst du hier links muss. Da? Guck mal, du kannst doch hier, wenn du jetzt über diese Suppe hier rüber springst, kannst du da noch irgendwas machen. Ja, da komme ich nicht weiter. Weil du musst ja irgendwie die Tür da öffnen. Das heißt, da muss ja irgendwo noch ein Schalter sein. Aber du musst jetzt ganz schnell durch. Dass die vielleicht nur am Anfang auf ist oder sowas. Oder oben. Oben! Da oben ist ein Loch! Oh Gott, sind wir doof. Nö, wieso? Das hat man einfach nicht gesehen. Nee, ich weiß. Geil, ey. Sehr schön. Yeah! Das, was nicht so offensichtlich ist, das muss man finden. Fies, aber geil. Sehr schön. War schon am Platz 2 bei mir. Gute Arbeit, sagt er. Mit dem Kraftwerk, das wieder läuft, kann GPS wieder an die Arbeit gehen. Und das Beste daran ist, die Wildcards kommen nicht so schnell wieder und messen sich mit dem alten Sat. Ja, so schnell. Werden sich nicht mehr mit ihm anlegen. Da ist die Briefmarke, die ich dir versprochen habe. Briefmarke. Ah, mit 12 kann man hier schon antreten. Das lassen wir jetzt aber mal. Wieso willst du nicht gegen den Boss antreten? Ich finde, diesmal wärst du dran, den Boss diesmal zu legen. Diesmal bin ich dran. Den letzten habe ich ja. Aber wir gucken mal. Guck mal, wir haben doch 3 noch nicht gefunden. Wir haben den hier Gameboy noch nicht gefunden, diesen komischen. Ja, also wir haben auf jeden Fall noch. Ein Spacken? Ja, ich kann den da nicht erkennen, diesen lilanen da. Ach so, komischen ja. Tapes da drin. Ich wusste nicht, dass der Spacken heißt. Spacke habe ich gehört, aber auch egal. Okay. Ich aber auch wir haben ja vielleicht hier auf dieser Insel noch erkunden. Irgendwas. Ja, vielleicht ist ja hier oben auch noch irgendwas. Na gut, das war ja der Eingang. Des Kraftwerkes. Ja, Sat hält das immer verschlossen. Wahrscheinlich, ja, weil es drin nicht sicher ist. Das haben wir doch ja auch herausgefunden, gerade eben. Wer wohl diese Kraftwerke konstruiert? Der GPS, ne? Ja, ja, aber der will ja wohl nicht, dass da jemand dran geht an die Arbeit. Ja. So, Tape eingesagt. Ich wollte eigentlich oben hin. Mal gucken. Ach, guck mal, hier kannst du auch noch weiter hoch. Ach ja. Global Postal Service, GPS, das haben wir auch nochmal ausgeschrieben. Aber hier wird ja wohl nicht umsonst ein Speicherpunkt sein. Hier wird es wahrscheinlich noch irgendwas geben. Heilkisten. So mal ein bisschen Wege. Absperrung, weißt du, das wäre ja auch mal schön. Abgewrackte, ne? Häuser. Wenn, mal, wenn sie hier mal irgendwie ein paar Zäune anbringen können, ne? Können hier, weiß ich nicht, Atomkraftwerke bauen, aber keine Zäune oder was hier oben ja, auf genau. Hängen. Okay, er versucht warm zu bleiben auf diesem Berg. Brrr, ihm ist kalt. Witzig. Sind aber auch Scherzkekse, die kleinen Kerle hier, ne? Alte Hütten, wo schon ewig keiner mehr war. Springen! Nochmal! Ach toll, hier hinten ist auch wieder ein Briefkasten. So, was willst du mir jetzt erzählen hier? Erzähl mal. Wow! Ja, hab ich. Die hängende Planks da. Naja, mehr oder weniger. Gemastert. Meister Jesse. Meister Jesse.
Bömmchen. Ne, Bömmchen will ich nicht. Guck mal, hier ist auch noch einer. Oh, Moment, irgendwas ist dahinter versteckt. Das ja. Ist ja so offensichtlich. Piep. Piep, piep. Boom. Ja, was war das? Hab ich's nicht geahnt. Ja, dann. Ach nee, nee, die kann ich auch so, ne? Ja. Pass auf, dass du nicht weg, please. Oh, sehe gar nichts mehr. Schick. Ach, da ist wieder so ein Tagebuch-Ding. Ah. Mit Eiszapfen dran. Und mit Werkzeug. Tagebucheintrag 14. Ich habe gesehen, wie GPS einen Robobox-Prototypen gebaut hat. Den ersten. Er rollte, bevor er gleich sofort in explodiert ist und in Flammen aufging. Ich glaube, GPS versucht es morgen nochmal. Okay. Ja, diesmal nicht ganz so episch. Ja. Aber mehr ist hier drin auch nicht, ne? Schade. Aber geile Höhle, ne? Mhm. Schön. Ich will trotzdem hier kein Zelt aufschlagen. Ne, ich auch nicht. Kommt noch irgendwas? Was? Ja, meistens ist da unten ja noch was. Aber diesmal nicht. Ne. Vielleicht kannst du... Ja. Guck mal, der Sprengstoff ist wieder neu da. Überlegt, ob du mit dem Sprengstoff vielleicht hier vorne noch was in die Luft jagen könntest. Aber du kannst da ja einfach rüber, ne? Du kannst da ja einfach rüberspringen. Ja. Aber die Explosion macht einfach so viel Spaß. Och. Nö. Doch, ich würde schon. Ja, sehr gut. Leider kannst du nicht klettern. Oh. Oh, oh. Erzähl mal. Hier sind so viele Wildcats auf dem Berg. Ja, klasse. Ach, sie mögen es, die passierenden Helikopter abzuknallen. Ich weiß gerade nicht, was AIM ist. Ja, ist egal. Überspring das doch einfach. Jo. Also auf jeden Fall, wir müssen zusehen, dass wir die Jungs hier mal vertreiben. Oder auch nicht. Ich spring einfach drum vorbei. Ja, eine Zippy-Box. Meine Güte, da ist ja fast noch mehr hochgegangen. Danke fürs Befreien, wie immer. Ein atemberaubender Fact über GPS. Ach Gottchen, GPS steht für Global Postal Service, der originale Master des Auslieferns. Nicht zu verwechseln mit Greaser Postal Service oder Galactic Postal Service. Diese Company, also diese Firmen sind schlecht. Na klar, ja, GPS ist die Firma der Firma, die Mutterfirma. Die Mutter aller Firmen. Oh Gott, da drüben ist noch eigentlich so eher, das erinnert mich jetzt gerade an die Mutter aller Filme, nämlich Hot Shots. Ja, zack, tot. Oh, Mann. Was ist da unten? Ein Brustkästchen. Ganz viel. Sprengstoff. Dass der dann auch einfach so frei verteilt wird, ist auch immer super, ne? Ja, dachte ich auch gerade. Schick, da drüben ist noch so ein Einzelberg. Hm, willst du da hin? Ja. Das darfst du denn irgendwann mal machen. Ach, ich? Ja. Ach so. Kannst du deine Pro-Skills hier zeigen? Jo, dann plärte sie mal. Hä? Wie ich da jetzt reinkommen? Du bist da durch die Tür reingegangen. Einfach durch die Tür gerollt.
Nein, nicht platt lassen. Nö, nö. Da oben steht noch einer, ne? Ja. Ja, schmeiß mal die Leiter weg. So, sehr schön. Super. So, wollen wir mal gucken, was uns denn hier gleich erwartet. Aber das seht ihr dann wieder in der nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut und haut rein. Ciao. Ciao.